willkommen zu einer weiteren Folge eurer unbestrittenen Lieblingssendung Outdoor Illner. Heute besonders schön, ich werde mal wieder beschenkt. Ich habe ein Paket bekommen von einem Individuum namens Benny, seines Zeichens Fan oder wie der Deutsche sagt, Bewunderer meiner Wenigkeit. So, wer ordentlich YouTube soll auch ordentlich verdienen. Deswegen halte ich mich jetzt nicht lange mit Danke, Danke und so weiter auf, sondern leg direkt los mit der Entpackung. Ja, gut verpackt, ist halb verschollen, sage ich immer. Schön mag das nicht aussehen. Aber wenn man in einer Überlebensnotsituation ist, dann kommt es ja nicht drauf an, wie gut das aussieht. Dann ist aber auch gut verpackt hier. Meine Güte, heiliger Bimbam, leck mich ab. Also, los geht's. Ah ja. Geben ist seliger denn nehmen, aber zu jedem Geber gehört ein Nehmer, das bin in diesem Fall ich. Und da komme ich mir auch ziemlich selig vor, weil ich dann ja jemandem was Gutes tue, indem ich seine Sachen annehme. So, fangen wir an mit einem lustigen kleinen Öfchen, also ein Esbit-Kocher nehme ich an. Ja, perfekt zum selber falten. Wie früher in der Mickey Maus. Ja, aber ich habe natürlich nur Yps gelesen. Ich bin ja Deutscher. Fast vollständig. Also Benny hat sich anscheinend hergegeben, eine Esbit-Tablette auch mal zu verbrennen und es auszuprobieren. Und es gibt sogar hier imperialistische, klassisch imperialistische Streichhölzer dazu. Sehr gut, kann man gut gebrauchen. Das ist zwar meistens illegal im deutschen Wald, aber man ist ja nicht nur im Wald, man sitzt ja auch mal zu Hause, ist zu faul, den Herd anzumachen. Da schmeißt man eben das Esbit-Köcherlein an. Dann haben wir hier SRD Préparation Instantanée oder Préparation Kakao und alles tipptopp, Kaffee, hier Getränke eingeschweißt. Eingeschweißt ist gut, weil das ist ja Konsens in der Outdoor-Szene. Bon Appetit. Tütensuppe. Vegetables, das bedeutet so viel wie Gemüse. Dann haben wir hier noch Ballistol. Und Ballistol-Erfrischungstuch nehme ich an. Schmiert hautfreundlich, ja. Also Ballistol-Erfrischungsöl, wenn man mal denkt, boah, ich dufte ja, dann nehmen wir einfach hier Ballistol. Oh, danach stinkt man wieder, als käme man aus, ich weiß nicht, aus dem Eimer Ballistol. Das riecht wie nichts anderes. So viel ist klar. Dann haben wir hier Leinöl. Da wurde mir von Benny gesagt, ich soll es nicht unbedingt trinken. Das könnte eventuell entvitalisierende Effekte auf meinen Organismus haben. Ist aber gut, um Messergriffe einzuölen. Natürlich außer sie sind aus Plastik, ne? Aber wir sind ja nicht immer so hier unnatürlich unterwegs, sondern meistens eher voll natürlich. Cereal Bar ist so viel wie Müsli-Riegel. Aber hier nicht der aus dem Aldi, sondern einer, der viel mehr Outdoor ist. Allein schon wegen dem Erscheinungsbild. Dann ein Paracord-Band. Passt leider nicht ganz um den Kopf, um den Rambo zu machen. Kann man es aber hier so machen. Oder natürlich, wie es eigentlich gedacht ist, um den Arm. Ist ein sehr dickes Teil. Also da sind jetzt so grob geschätzt 420 Meter Paracord drauf. Damit lässt sich, sagen wir mal, in der Notsituation bei einem Paracord-Händler einiges raushauen. Knicklicht für die Leute, denen eine Taschenlampe zu sparend ist. Hier kann man noch ein bisschen Müll dazu produzieren. Auch in einer Überlebensnotsituation, da muss man ja Müll produzieren, weil sonst wäre es ja gar kein, also wenn man da noch recycelt, dann ist es ja gar nicht so nötig. Also Streichhölzchen, Hurricane Match, Weatherproof. Das heißt, die sind mega, mega die guten Streichhölzchen. Ah ja, hier so richtige Knüppel. Wenn es hart auf hart kommt, kann man sich damit auch verteidigen. Gegen angreifende, keine Ahnung, Hirschhornkäfer oder sowas. Also die werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Das werdet ihr sicher in irgendeiner Folge sehen, in der ich das legal tun kann und es auch Sinn ergibt, anders als hier im Haus.
2 Handschuhe in meiner Lieblingsfarbe Braun. Keiner kann was für die Farben, die ihr schön findet. Teelichter. Besser als Gehlichter. Das sieht man viel auf der Straße. Teelichter eher viel in straff von Hausfrauen regierten Haushalten oder eben auch in Prepperbuden. Und jetzt haben wir hier einen dicken Gürtel. Der hält, also damit kannst du Panzer abschleppen. Wahnsinn. Und eine noch ein Klappspaten. Ist auch schon erprobt. Ja, tipptopp, den werde ich dann auch mal im knallharten Test rannehmen, nehme ich an. Ich habe ja schon mal einen Klappspaten getestet, der war aber ganz anderer Natur. Gegen einen Feldspaten, der wiederum nochmal anderer Natur war. Egal, da geht noch was. Ja, Meter war es, ne? Ist sehr nützlich, falls die Polizei kommt und sagt, oh, ihr Messer, das hat aber mehr als 12 cm. Dann sagt man, Junge, ihr Kommissar, Junge, pass mal auf, hier. Oh, sie haben ja recht. Dann die Beine in die Hand nehmen und ins Gefängnis laufen. Kein Widerstand gegen Staatsgewalt. Sowas habe ich niemals angeraten. Und zwar keine. Dann haben wir hier von Victorinox ein Schärfer. Ah, super, super geil. Ah, der ist auch relativ fein. Ist schon ein bisschen benutzt, aber das macht ja nichts. Die Dinger sind zum Benutzen da. Perfekt, gerade für die Messer, bei denen das Schärfen immer so eine Qual ist. Wie zum Beispiel so ein Messer hier. Wie willst du das hier schärfen? Mit allem, was größer ist als so, geht ja nicht. Da brauchst du so ein kleines Teil. Und ich hatte bisher immer nur so einen ganz groben Diamantschärfer. Und jetzt habe ich einen sehr feinen, der ja auch sehr stilvoll ist. Den kann man sich so in die Hemdtasche stecken. Ne? Da steht dann auch Victorinox dran. Da sieht jeder, du bist nicht irgend so ein Business-Penner. Oder wie der Deutsche sagt, Wirtschafts-Sleeper. Ne, Moment, Penner ist schon richtig. Sondern man kann dann sagen, guck mal hier, Victorinox, siehst du, was ich hier für ein Autoschwein bin. Ein Tipptopp-Autoschwein. Und dann haben wir hier noch lustigen 2-in-1 Kaffee. Also das, was ich mir immer manuell mische. Hier zu Hause, wo man die Muße hat zu mischen. Draußen geht das nicht, da muss auch schön abgepackt sein. Alles klar, tipptopp, super. Eine Fressschale für den Hund oder für einen selbst, wenn man halt mal jegliches Niveau fahren lässt, was in Überlebensnotsituationen absolut angemessen ist. Und dann habe ich jetzt noch ein. Hier ist das ist die Note, die ich wahrscheinlich hätte am Anfang lesen sollen, aber das war schon am Ende. Schau jetzt mal, was es hier drin gibt. Moment, da ist noch was drin. Überraschenderweise. Was haben wir denn hier? Ein Bäcker. Also ich nehme mal ganz schwer an, dass es sich hier um so eine Art Hopfengetränk handelt mit einem gewissen Alkoholgehalt. Vergleichbar mit Karlskrone, außer wahrscheinlich in Geschmack und Kopfschmerzfaktor. Aber wir werden es herausfinden, auf jeden Fall. Ah, der Klassiker, Genspan. Das Opium des Waldes. Dann haben wir hier noch Süß-Sauer-Soße von McDonald's. Darf bei keinem Patrioten im Gepäck fehlen. Flower-Scented Bubbles, also Blumengeruch, Seifenblasen, auch typisch Outdoor. Spannseile für den Tag X. kleiner Scherz, also für Demokratie und Rechtsstaat ist das hier gedacht. Natürlich! Und jetzt kommen wir zu dem, was ich absichtlich ganz an den Schluss gestellt habe, nämlich hier sind Messer drin. Schönes kleines Mora. Ich weiß nicht, wie das Modell hier heißt, aber Mora ist immer gut. Davon kann man nie genug haben. Und da freue ich mich sehr drüber. Hier ist sogar mal so eine Gürtelscheide drin, die kein Clip ist, sondern wo man was durchführen kann, was also auch tatsächlich hält. Sehr gut, hervorragend. Dann haben wir hier das nächste, leider mit Clip.
Aber Messer ist Messer und das kann man ja auch ganz einfach modifizieren. Oh, das hier ist ja schon ein verschärfteres Mora. Ich weiß jetzt nicht, welches das genau ist, aber das hat ja eine richtig feiste Klingenrückendicke. Also das sind wieder dazu gut 2,5 mm. Kann ich ja jetzt nachmessen. Leck mich am Abend. Das sind 3 mm. Das ist also das richtige. Also so ein richtiges Outdoor-Super-Ding. Ist nicht robust, sondern also nicht das Modell robust, sondern auch mit hier Teil geschwärzter Klinge. Das ist bei Carbonstahl natürlich immer gut, weil das bedeutet, dass es nicht so schnell rostet. Geil. Das ist ein richtiges Buschkraft oder wie ich sage Büschkraft Mora. Ja, geil. Richtig geil. Hast du gut gemacht, Benny. Da kann dir keiner sagen, es wäre anders. Also hier ist richtig tolles Zeug dabei. Nicht alles ist, naja, also, aber hier ist wenigstens noch so ein Spielchen dabei. Da kann man so eine Kugel oben hier so in etwa irgendwie wo reinführen. In etwas, was aussieht wie ein sehr krumm gebogener Dildo. Ja, in Notsituation. Ein Späßchen für nicht die ganze Familie, aber für die gefestigten, heteronormativen Männer vielleicht, die sagen, das macht mir nichts, das hält meine Männlichkeit aus, das muss das Boot abkönnen. Für alle anderen natürlich toxisch, aber ich will, also der Wille zählt, welcher auch immer dahinter stand. Der Rest muss ich sagen, tipptopp, also wirklich sehr gut. Sehr gut, Benny. Daumen hoch. Ja, das führt mich zu dem Text, den Benny geschrieben hat. Liebe Outdoor-Helner, fängt er an, ganz klassisch eine Begrüßung, wie man sie sich nicht klassischer wünschen könnte. Mit diesem Paket sende ich dir ein wenig Überlebensausrüstung für den Ernstfall. Mit dem Inhalt kannst du sicher die eine oder andere Nacht im Wald verbringen. Zur Stärkung kannst du ja direkt erstmal das Bier trinken. Das Etikett ist abgegangen, weil mir eine Pulle in der Tasche geplatzt ist und somit das Papier gelöst hat. Ja, sowas Ähnliches ist mir auch schon mal passiert. Das thematisiere ich in Folge 3. In Folge 5 sieht man dann auch tatsächlich, wie mir was Ähnliches nochmal passiert. Aber das handelt sich um Bierdosen, ist ja egal. Es ist ein Bäcker, ein Pökisch Bier, naturtrüb und knallt wie die Sau. Damit du dich natürlich auch verteidigen kannst, 2 Messer. Also verteidigen im Sinne von vereidigen aufs Grundgesetz. Da hat er sich noch verschrieben. Beide haben schon die halbe Welt bereist und erzählen dir bestimmt gern ihre Geschichten. Also Messer können ja nicht reden. Also der meint bestimmt, die sind schon. Also es ist eine schöne Umschreibung für sie in Gebrauch. Wenn du ihnen bei Einbruch der Dunkelheit lauschst. Das erinnert mich an die wunderschöne Zeile des Ostpreußenlieds. Elche stehen und lauschen in die Ewigkeit. Den Rest des Inhalts kannst du dir in Ruhe zu Gemüte führen. Vielleicht schafft es mein Paket ja in eines deiner tollen Videos. Dies würde mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Benny. Ja, kein Problem, Benny. Also gut, einen habe ich um sein Paketvideo verprellt bisher, weil ich das Paket zu schnell geplündert habe. Aber das war ein patriotischer Notfall. Wir brauchten die Spannseile. Aber nicht für, also nicht für den Tag des Seils, sondern für, ist ja egal, wofür wir es brauchen. Wir brauchen es jedenfalls. Gut, das Original aus der Heimat der Bockbiere. Also knallt wie die Sau, hat er gesagt. Es steht natürlich nicht drauf, wie viel es hat, aber ich nehme mal an, viel. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das gute Stück hier aufkriegen. Ich, da kann das Messer direkt danach noch eine Geschichte erzählen, nämlich wie ich es verkratzt habe. Aber das ist ein bisschen, ein bisschen gefährlich hier gerade gewesen. Da wollte ich schon wieder mehr, als man vielleicht damit, als das hergeht. Gut, nehmen wir das hier, um das aufzumachen. So. Dann, zum Abschluss der Folge, mein knallharter Geschmackstest.
Ich hätte jetzt gerne in Karlskrone, um gegenzutrinken und ungefähr zu sehen, wo das geschmacklich voneinander sich platziert. Allerdings habe ich gerade kein Karlskrone da. Der Karlskrone-Geschmack ist allerdings auf meinem Gaumen stationär eingebrannt, könntest du sagen. Mit anderen Worten, ich weiß, wie Karlskrone schmeckt. Und jetzt hier ein Becker als Gegenbier quasi. Wieder gegen Papst, wie auch immer. Anders als Karlskrone nicht wie ein Vergällungsmittel, was natürlich auch Nachteile hat. Also es könnte einem eher geklaut werden, obwohl mir auch schon Karlskrone geklaut wurde. Mit anderen Worten, schmeckt gut, kann man definitiv trinken. Man spürt auch sofort schon den Alkohol, wie er einem die Sinne verkleistert. Da will man nicht übertreiben, aber man spürt, das hat ordentlich Umdrehungen. Mehr als der gute Karl wahrscheinlich. Geschmackvoll von der Flasche, rundum gelungenes Präsent für jemanden wie mich. Ich bleibe natürlich trotzdem bei Karlskrone, aus Gründen, die ich selbst nicht erklären kann. Wie dem auch sei, so viel dazu, das war das Video. Ich hoffe, ihr habt euch alle gefreut, für mich, weil ich habe mich definitiv für mich gefreut. Das ist doch mal ein geiles Paket. Und da kann man nur sagen, Schande über alle, die mir nichts Vergleichbares geschickt haben. Und das sind alle außer 3-4 Gestalten bisher. Ja, das Leben ist hart, ne? Wenn man nicht so beschenkt wird, wie man will, aber diesmal ja schon. Also höre ich jetzt auf zu jammern und verabschiede euch in einen hoffentlich weniger geschenkreichen Tag, denn ich wüsste nicht, womit ihr das verdient hättet. Was ihr allerdings verdient habt, unter Umständen ist der Tod vielleicht auch nicht. Jedenfalls, ob ihr wirklich richtig steht, seht oder nee, überlebt! Oder sterbt! Yeah.